Hi, ich bin Sophia, ich bin seit 4 Monaten bei Kumpan Electric als Masterandin im Bereich Produktentwicklung und Marketing und ich bekomme heute endlich meinen eigenen Roller, um damit auch zur Arbeit fahren zu können. Weil ich aber eigentlich aus dem Sportbereich komme und eigentlich so gar nichts mit Zweirädern oder Elektromobilität am Hut habe, will ich jetzt erstmal heute meinen Roller so richtig kennenlernen und dazu nehme ich euch mal mit. Herzlich willkommen bei den Fact Days! So, jetzt freue ich mich wirklich echt, dass es losgehen kann. Ich fahre jetzt das erste Mal mit einem Roller. Die Jungs haben gesagt, es geht auch mit Schlüssel in der Hosentasche. Wollen wir mal sehen, ob das echt klappt. Perfekt. An ist er schon mal. Dann... Oh, das ging ja easy. Dann würde ich sagen, kann's losgehen. Ja, jetzt bin ich zurück von meiner allerersten Fahrt mit dem Roller. Es hat wirklich super, super viel Spaß gemacht, auch wenn ich zugeben musste, dass ich am Anfang ein kleines bisschen Schiss hatte, weil der Roller ja doch im ersten Blick relativ groß erscheint. Er ist ja recht lang und auch relativ hoch. Aber gerade dass der so hoch war, hat mich bei der Fahrt wirklich positiv überrascht. Denn ich hatte wirklich zu keiner Zeit irgendwie Angst, mich ein bisschen in die Kurve zu legen. Klar kann ich das nicht so gut wie die Jungs hier, aber ich habe es wenigstens ein bisschen versucht. Und auch wenn die Straße ein bisschen uneben wurde, war das wirklich gar kein Problem. Auch mit den Sachen, die Matthias am Mittwoch euch auch schon erklärt hat, wie Radstand, kann ich jetzt auch in der Praxis endlich mal was anfangen. Auch das war super. Ich hatte heute Morgen ein kleines bisschen Zeitdruck, war ein bisschen spät dran und habe den Feldweg genommen. Und auch bei so Unebenheiten war es echt ein sicheres Fahrgefühl, was für mich auch besonders wichtig war, gerade weil ich ein bisschen Schiss hatte. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht. Ja, jetzt freue ich mich schon drauf, wenn ich demnächst auch mal zu zweit fahren kann und vielleicht in der Mittagspause mir irgendwen schnappen kann und wir in die Stadt fahren können oder so. Und ja, ich würde sagen, für heute war es das. Aber ich bin natürlich noch nicht am Ende. Nächste Woche will ich mal die Ergonomie, den Stauraum und die Flexibilität des Rollers ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und dann geht's weiter mit unseren Fact Days. Macht's gut, bis dann!